Hallo ihr Lieben, Olga, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Odyssey. Im letzten Part haben wir so einen traurigen Traum, wir haben so ein bisschen die Kanalstraße erkundet, in Mara den Hafen haben wir erkundet und jetzt geht es in die ominöse Geisterstadt. Da trauen sich viele nicht hin, was hat es damit auf sich? Wir trauen uns natürlich hier rein. Und schon verstummt es. Na doch, ein paar Möwen hören wir noch. Geisterstadt. Stadt der Ruinen. Ich kann mal so viel sagen, hier finden wir auch noch Sachen. Ich weiß aber nicht, wie viele Sachen. Doch. Einen Samen und einen Slot-Samen. Tja. Das waren bestimmt mal wunderschöne Gebäude, die auch zu der Stadt Mara gehörten. Aber jetzt sind die alle zerstört worden. Was ist hier passiert? Jetzt hier irgendwas Böses mal abgespielt. Eine Tragödie. Aber es hat auch ein bisschen was, ne? Erinnert mich so ein bisschen an Shadow of the Colossus. Nicht gerade mein Lieblingsspiel. Aber so vom Arztteil und von der Atmosphäre hat was. Und der Arztteil hat mir auch gefallen, Shadow of the Colossus. Nur das Gameplay halt nicht. Na gut, reden wir nicht über Shadow of the Colossus. Wir haben hier Lost Odyssey. Das ist so tausendmal besser das Spiel. Don't add me. Es ist viel zu ruhig. Hier haben die Leute Angst vor. Was sind da für kleine Kiddies? Gehen wir mal langsam hin. Wollen hier nicht erschrecken. Wow, das ist ja eine ungewöhnliche Farbe für eine Blume. Mädchen lieben Blumen. Hey, gibst du mir eine ab? Au! Nicht pflücken! Hey, kleine Göre. Das nächste Mal warnst du mich, bevor du zuschlägst. Hast du kapiert? Sei still, alter Knacker. Knacker? Alt? Was erlaubt die sich? Habt ihr die gepflanzt? Das sind bloß Blumen, die hier wachsen. Mama hat gesagt, die sind selten. Wie heißen die nochmal? Zartblumen. Ja, genau. Mama liebt die Blumen. Sie welken nicht. Und sie machen die Leute glücklich. Mama hat Mitleid mit ihnen. Weil sie so hübsch sind und Leute sie einfach so pflücken. Weißt du, es gibt bestimmt viele Leute, die diese Blume pflücken würden, wenn sie wüssten, dass die sie glücklich macht. Weil sie hier wachsen, machen sie glücklich. Das stimmt. Weißt du, wenn sie hier wachsen, können sie alle glücklich machen. Sowas hat noch nie einer gesagt. Du bist sicher ein guter Mensch. Oh, danke. Wie heißt du? Ich bin Cook und das ist mein kleiner Bruder Max. Cook und Max? Okay, ich bin Seth. Freut mich sehr. Keim? Keim, hey, komm zu dir, Mann. Hör auf, wir sind Freunde. Hey, du guckst schon wieder so. Was? Damals. Damals? Damals? Wann denn? Sieh mal an, die Gefangenen, die die Königin freigelassen hat. Das kommt mir auch verdächtig vor. Was macht ihr denn hier? Hey, bleibt stehen. Passt auf, die Blumen. Blumen. Hey, wenn ihr Streit sucht, geht woanders hin. Hey, das sind Zartblumen. Weißt du, die glücklich machen. Oh, die sollen wirklich toll sein. Du denkst wohl an dein Mädchen, oder? Ja, mit diesen Blumen kann ich bestimmt ruckzuck bei ihr landen. Der Typ hat meine Wellenlänge. Hey, ich will auch welche davon. Bleib bloß da weg, Jensen. Ah, gut. Hey, nicht pflücken! Was willst du denn? Aus dem Weg! Guck, alles okay?
Echt mutig, sich an einem Kind zu vergreifen. Oh oh. Ja. Jetzt hört gut zu. Das numarische Militär darf alles beschlagnahmen, was auf ihrem Boden wächst. Auch diese Blumen. Sind doch nur ein paar Blumen. Lass uns doch nicht wegen sowas streiten. Was willst du denn? Aus dem Weg, Kleiner. Ist doch nichts dabei. Ich nehme ja nur ein paar. Nein. Wie war das, Kleiner? Ich höre dich irgendwie so schlecht. Ich sagte nein. Ich höre immer noch nichts. Oh, wie süß. Seht euch den mal an. Ich gehe nicht weg. Niemals! Hey, was denn? Max. Warum regt er sich denn so auf? Der könnte unser offizieller Ruhmrichter sein. Seltsamer Haufen, diese Fremden und Gehirn hier. Was? Warum verschwindet ihr nicht einfach hier, bevor wir euch in den Hintern treten, ne? Lasst ihn in Ruhe! Ihr Blödmänner solltet lieber abhauen. Bei eurem Mundgeruch wecken die Blumen! Guck! Oh, wirklich nicht schlecht. Gute Wortwahl, echt hübsch. Ja, wirklich. Hey, du Rotzlöffel. So spricht man nicht mit einem Soldaten Numaras. Nur weil du ein Kind bist, kommst du damit noch lange nicht durch, verstanden? Als ob die jetzt die Waffen gegen unschuldige Kinder erheben. Was für Arschlöcher. Generell super unsympathisch. Genau wie Kakranas. Da haben sie ja welche gefunden. Der Kampf ist nicht so leicht. Na, wie weit geht deine Ritterlichkeit denn noch? Na, man soll wirklich schauen, dass wir es richtig anstellen. Okidok, ja. Abgeworfene Gegenstände, Schrottteile. Ja, ist klar. Schrott sind die definitiv. Das Blöde ist, ich glaube, die hier hinten stehen, ja, sind auch die gefährlichsten und die können wir jetzt natürlich nur nicht attackieren. Zuerst mal die Idioten vorne loswerden. Ja, der Kram ist nicht ganz einfach. Echt jetzt nicht. Ich würde sagen, wir nehmen hier die weiße Magie und natürlich hier als Schild, weil die wahrscheinlich physisch angreifen. Dann sind wir schon mal besser gerüstet. Weil der Kampf, glaube ich, ziemlich lange verweilen wird. Oh nee. Boah, 175. Was eine Sackratte. Echt jetzt? Der ist schon eine Geschichte. Einer weniger. I love it. Mensch. Mann, Jensen. Boah, und da ist Seth schon fast tot. Ist klar. Ist klar. Und sie aktiviert jetzt die Krisenverteidigung. Ja. Wie soll sie das denn jetzt überleben? Ich glaube, die brauche ich gar nicht mehr heilen, oder? Was zum Geier. Doch, die Gegenstände wirken, glaube ich, sofort. Also ihr seht, was das für ein Kampf ist, ne? Das ist echt schwer. Da sie, glaube ich, am wenigsten Schaden macht. Gehen wir mal ins Heilungskraut über. Und bei Jensen... Ja, ich weiß nicht, ob Lähmung wieder so funktioniert. Wäre irgendwie schlecht, ne? Aber ich denke, bei Jensen nehmen wir jetzt mal die Luft. Wir nehmen die Luft. Okay. Ja, auf 500 wieder hergestellt. Das war genau das, was wir brauchten. Mal extra eingekauft. Ist jetzt nicht verkehrt, das zu verwenden. Weil das andere hält dann nur 100. Das ist viel zu wenig. Das hat nichts gebracht. Jetzt vergreifen die sich echt an Jensen die ganze Zeit. Boah, diese Pferdtypen, ne? Ich hab's euch gesagt, die sind echt heftig. Leider. Ich würde mir wünschen, dass sie voll schwach sind, weil es echt Arschlöcher sind. Aber ist leider nicht der Fall. Definitiv nicht. Hier greifen wir auch physisch an und Jensen wird jetzt C4 casten. Als Schild war aber richtig, ne? Physische Verteidigung. Ich greife ja physisch an. Trotzdem haben die so viel Schaden. Ihr seht selbst, wie schwer das Spiel ist. Das ist echt heftig. Oh no. Noch ein Angriff von Jensen's Geschichte, Jensen's Geschichte. Der erste Tod in diesem Let's Play. Ja, ich kann kotzen. Wie soll man das denn jetzt schaffen?
Gegenstand. Engelschwinge, Jansen. Wir brauchen die Zauberpower. Wir brauchen die Zauberpower. Hier werde ich mich auch passiv aufstellen mit einer, ja, ganz ehrlich, mit einer Heilungskraut. Der Kampf ist so schwer, wir brauchen das jetzt. Wir brauchen jeden Energiepunkt. Okay. Ein Angriff von Jansen ist sowieso wieder tot. Warum probiere ich es eigentlich? Ich glaube, den sollte man liegen lassen. So böse, wie sie das auch anhört. Keim greift jetzt aber an. Die haben aber nur 430. Wir können jetzt auch Angriff als beste Verteidigung machen, ne? Machen wir das. Nee, ich will nicht. Ich will, dass Jansen überlebt. Tut mir leid. Ganz ehrlich, Heilungskraut kann man ersetzen. Ich kann mir das ja wieder nachkaufen. So schlimm ist der jetzt auch nicht. Wow! Voll die Verschwendung eigentlich. Wenn ich mal 500 Energie hat, aber ist ja egal. Oh, und perfekt. Critical Hit leider nicht. Man sieht es aber auch, glaube ich, in dem Spiel nicht. Komm, Keim! Leider nicht perfekt. Aber der ist gleich Geschichte. Wollen wir schon mal den angreifen? Seth macht hier einen Gnadenstoß und was macht Jansen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was der Typ macht. Der macht die Luft. Boah, die sind echt gefährlich. Und tschüss, im Wasser des Wortes, der ist Geschichte. Perfekt. Haben wir noch einen so einen blöden Kavallerietypen? Der kriegt direkt die Luft. Nicht schlecht. Hier greift man an und Jansen geht in den Verteidigungsmuster nicht sofort verreckt. Oh, ich habe zu viel losgelassen, nicht gut. Aber es reicht. Schwerer Fight. Wer da geizt mit den Items, das schafft's nicht. Nicht mal ein Level Up für Keim und Seth. Das finde ich schon ein bisschen traurig. Ich wusste, das sind keine Reisenden. Irgendwann finden wir heraus, wer ihr wirklich seid. Denkt immer dran! Wir denken, woran wir wollen, Trottel! Mann, ihr seid aber echt stark. Na, wir machen das ja schon eine Weile. Sie haben ja auch 1000 Jahre lang trainiert, weißt du? Wir würden uns gern bedanken. Stimmt's, Max? Wie wär's, wenn wir sie zu uns einladen? Zu euch? Ja, es ist zwar nichts Besonderes, aber wir freuen uns, wenn ihr mitkommt. Das klingt doch gut. Was machen wir jetzt, Keim? Sehen wir weiter. Ach komm schon, lass uns eine kleine Pause einlegen, oder? Ja, Keim, was ist schon ein Tag? Oder eine Woche, ein Monat? Oh, komm schon. Bitte. Also dann abgemacht. Warum denn so eilig? Zeit hast du nun wirklich genug, Keim. Ist das süß. Komm, Keim, sei nicht so. Ich glaube, der erinnert sich an hier irgendwas Böses. Haben wir ja schon bei den Blumen gesehen. Ich glaube, er will vermeiden, dass er sich daran erinnert. Da stimmt ja was nicht, wenn ihr mich fragt. Um zu unserem Haus zu gelangen, gehst du diesen Weg hinab, bis du das Meer siehst. Dann noch links und dann bist du schon da. Unser Haus hat eine blaue Tür. Kannst nicht verfehlen. Ich versuche mein Glück. Soll ich eine Blume pflücken? Ja. Sei mal nicht so fies, ne? Jansen will das nur wieder für seine komischen Anmachen nutzen. Wahrscheinlich Ming eine geben, aber das hat Seth ja zum Glück schon verboten. Zum Glück. Gut, dass die den so ein bisschen im Zaum hält. Na, guck, finden wir hier was Schönes? Kelo-Vitamin, weiß nicht, was ist das? Ich glaube, das ist Garbage. Unnützer Mist ist das. Hä, wie komme ich denn da hin? Seht ihr das? Ich komme irgendwie noch hin. Ich bin mir immer zu blöd dazu.
Hey, da muss man doch hinkommen. Ach Mensch. Und wenn jetzt die Ritter das Kakanas berichten, haben wir schon wieder einen Minuspunkt gesammelt. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch egal. Der hasst uns sowieso. Egal, was wir tun. Warum ist das so weitläufig und hier gibt es nichts zu finden? Finde ich auch ein bisschen seltsam. Komm, ich sprinte mal nicht, weil die Atmosphäre hier ist schon was ganz Besonderes. Guck mal, was ist das denn? Ein versteinertes Monster. Sehr interessant. Hat auch noch eine gewisse Relevanz für die Story. Behalten wir mal in den Hinterkopf. Viermal harte Haut. Was ist dafür eine Bodylotion verwendet, dass die Haut hart wird? Sag es mir. Sag es mir doch. Och Mensch, sag es mir doch. Ringfertigung. Ja, Schlägerring Ultra, also ganz ehrlich. Nee, ich will nicht. Aber wir können aber endlich den Giftring kriegen. Den will ich schon. Ja. Den Giftring habe ich mir die ganze Zeit schon erträumt. Vielleicht wäre das besser gewesen. Lähmung. Bioring, Stechring. Nee. Störring, mechanische Gegner. Ach. Nee, alles blöd. Wie gesagt, das ist auch alles nur Stufe 1. Es bringt kaum was. Es wird später noch ein bisschen besser. Ab Stufe 2 kann man schon sagen, ja, lohnt sich. Stufe 1 ist halt kompletter Müll. Sorry für meine Ehrlichkeit. Okay, mit der blauen Tür, sagte sie, die Kug. Ach, Kug doch mal. Nö. Ich möchte trotzdem mal erstmal schauen, was hier ist. Zum Geier ist das. Auch eine Art Anlegestelle. Das früher auch mal eine Art Hafen war, und hier voll viele Schiffe waren. Ich nehme an, ja. Ich nehme an, dass es die bittere Wahrheit, die gar nicht so bitter ist. Die bittere Wahrheit, darin bewegen wir uns gerade. Alles hier brutal zerstört wurde. Guck mal, wer hier ist. Wieder so ein Pipo. Pipot, wie auch immer. Das Blöde ist, uns fehlt, glaube ich, noch ein Samen. Ja. Deswegen brauchen wir mit denen gar nicht quatschen. Ach Mensch, so ein Zufall. Das Spiel belohnt wirklich die aufmerksamen Spieler und Spielerinnen, wenn man sich gut umschaut. Der Pipo ist jetzt genau da, wo wir tatsächlich wieder 20 zusammen haben. Finde ich schon witzig. Es gibt ja auch noch einen Platz an. Kug und Max müssen jetzt ein bisschen warten. Mana Kraut. Ja, der Kampf eben, der hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Der ist echt schwer. Kann wirklich Game Over gehen. Deswegen hatte ich auch so meine Bedenken. Aber sehr gut verlaufen. Zum Glück. Um eine Chest und hier ist der Platz an. Damit haben wir in Numara wirklich die 100%. Wenn man das halt noch zu Numara zählt. So, Gegenstände. Platzsamen und den kriegt diesmal die gute Seth. Und die gute Seth bekommt. Ich weiß gar nicht, was sie bekommt. Die bekommt jetzt Stehlen, weil sie eine ehemalige Piratin ist. Ich weiß auch nicht. Bin mir so unschlüssig, was denen gebe. Aber ist okay. Was ist das für ein komischer Ventilator, ey? Ist auch interessant. Ach so, den darf ich nicht vergessen, ne? Den Peapod, Pipo. Wie auch immer. Was? Statuserholungsmedizin? Ich weiß nicht, ob das die beste Entscheidung meines Lebens ist, was ich hier gerade tue, aber ich mach's. Guck, Entlebungskraut. Supi. Aber der Hauptgrund, wofür wir hier sind, sind natürlich die Samen. Es hat etwas aus dem Topf genommen. Der Talisman! Das klingt nach einem wunderbaren, guten Item. Not gonna lie. Wenn ich das jetzt hier switchen würde, die würden trotzdem, was sie jetzt hier behalten haben, diesen Lernfortschritt 5 von 15, das würden die behalten. Kelon-Ohrringe macht immun gegen Kelon-Status. Was ein Quatsch.
Erdtalisman. Reduziert Erdelementschaden. Ja, vielleicht nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, wann jetzt spezifisch ganz viele Erdgegner kommen. Ich weiß ja nicht. Trotzdem, wir haben den Talisman. Und ich denke, wir sollen uns nicht beschweren. Definitiv nicht. So, Kuchen Max, hat ein bisschen gedauert. Wir wollten die Atmosphäre genießen, wir wollten uns umschauen. Und hier, ja. Erstmal direkt nach oben gehen. Eiskalt ignorieren. Guck mal, wie süß. Die haben hier was hingemalt. Magical Girl. Ein Schiff. Ach, das sieht man einfach nicht so gut. Ein Schiff. Ich kann die Kamera nicht besser schwenken. Da ein Prinzessin-Schloss. Voll schön. Hätte ich bestimmt auch als kleines Girl gemacht. Nur ich durfte logischerweise nicht mein Wenn bemalen. Wer hätte es gedacht? Was damit die... Haben wir jetzt ernsthaft die armen kleinen Kinder beklaut und ein Gold mitgenommen? Was ist denn mit der Mutter? Oder mit dem Vater? Wo sind die Eltern? Ich meine, wenn ich mir die Wände so anschaue, dürfen die ja wirklich machen, was sie wollen. Sehr interessant. Na gut. Kelolon-Zauber war da drin. Naja. Das ist so ein Zauber, der sehr oft fehlschlägt. Mensch, da ist doch was. Da glitzert doch was. Die bestellte Medizin ist in diesem Päckchen. Ich muss mal darauf hinweisen, dass sich um ein Schmerzmittel handelt und nicht um eine Behandlung der Krankheit selbst. Ich weiß, dass sie nicht zu Selbstmitteln neigen. Darum bin ich ganz offen. Die Krankheit ist so weit fortgeschritten, dass eine konventionelle Behandlung schwierig wird. Ich empfehle Ihnen dringend, wenigstens einmal einen Arzt aufzusuchen. Wenn Sie Ihre Majestät fragen, können Sie sich einen begabten Zauber beschaffen, der sich für Ihr Anliegen eignet. Bitte, nutzen Sie das. Sie müssen an die Kinder denken. Zudem habe ich meine Zweifel, dass Ihre Gesundheit zuträglich ist, in dieser Geisterstadt zu leben. Ich hörte, dass Sie seit dem Tod Ihres Ehemanns auf das Haus aufpassen. Doch Sie müssen zuerst an die Lebenden denken. Haben Sie Familie, die Sie um die Hilfe bitten können? Ich hoffe, Sie bekommen die nötige Behandlung. Mit herzlichen Grüßen. Oh oh. Ich glaube, das bezieht sich auf die Mutter. Und die liegt da auch. Oh no. Es wird wieder traurig. Hallo, Mama. Mama, wir sind da. Mama, hier sind Gäste. Ist sie krank? Sieht so aus. Guten Tag. Hallo. Das sind Leute aus Ura. Sie haben die Blumen vor den blöden Soldaten beschützt. Stimmt's? Die Blumen. Hm? Mama, was ist? Mama. Die Blumen. Sie haben dich noch einmal zu mir gebracht. Ach du Scheiße. Lirum!
hast überlebt. Keim, du erinnerst dich. Was denn? Was habe ich angestellt? Gongora. Gongora war dort. Hab dich vermisst. Verzeih mir, dass ich nicht helfen konnte. Und Mutter? Ich weiß nicht. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Sarah. Ich muss sie finden. Sie weiß nicht mal, dass du lebst. Ich bring Sarah her. Ich schwöre es. Mach Delirium. Leute, ist aber ja schon gewarnt, ne? Gongora, Amphitheater des Himmels. Was passiert hier? Was hat Gongora jetzt damit zu tun? Ey, warum war der da? Und warum spielt jetzt Prinz Tolten? Ich will wissen, wie es weitergeht. Ah, triggert! Triggert! Tolten. Vielleicht mag ich dich ja, aber jetzt mag ich dich gerade nicht. Ich will wieder wissen, wie es weitergeht. Mann, war es traurig. Ah. Gott, zum Glück war die Cam aus. Mann. Tja, jetzt spielen wir den Tolten, ey. Amphitheater des Himmels, was soll das? Ich will wissen, wie es weitergeht. Tolten, lass das.
Vater, hätte ich nur ein wenig von deiner Stärke. Ich hätte noch so viel von dir lernen sollen. Ich brauchte deine Führung, auch wenn du mich wegen meiner Schwäche beschimpftest. Vater! Was hat denn Gongora da jetzt eben gemacht mit Lirum? Er war da, ja gut. Dass er die irgendwie in seine Gewalt hatte, fand ich schon ein bisschen suspekt. Aber vielleicht war er auch da, um die Erinnerung auszulöschen. Ich weiß es halt nicht. Ist doch richtig komisch. Also ich weiß es eigentlich schon, ne? Aber ich möchte es euch nicht verraten. Ich bin ein guter Schauspieler. Was ist das für ein ekliges Schlammviech? Der feine Prinz wird es wohl nicht so begrüßen. Oh. Was ist das? Oh Gott, ich glaube, wir müssen jetzt mit Trollen kämpfen. Ja. Werden wir jetzt so machen müssen. Hi! Weltklasse, ich will wissen, wie es mit Lirum weitergeht und mit Keim und den Kindern. Auch wenn es hier auch ziemlich geil aussieht mit dem Regen und diesen Schlammgegnern. Zurück! Gongora hat zuletzt was mit dem Schlamm gemacht. War der das? Machttreffer von Talangriff. Vom Reif von Normalangriff. Was soll der Quatsch? Trollen. Boah, der ist voll stark. Der ist tausendmal besser als die ganze Party, die wir haben. 900 Leben. 50 Magie. Boah, was ist das für ein Killer? Das war's. Ich mag ihn irgendwie. Ich mag ihn irgendwie. Er ist so der eingebildet schwächliche Prinz. Ich weiß auch nicht, der ist witzig. Ich mag den echt. Aber dieser Auftritt, der ist echt ein bisschen deplatziert. Und vielleicht wissen wir, wie das jetzt weitergeht mit Keim und so. Und da ist jetzt einfach diesen tollen Auftritt. Das ist halt nicht so toll. Was hat er eigentlich? 10 Heilsachen. Okay. Das hat Gongora sich hier wieder vermisst ausgedacht. Schlammpuppe. Wir hatten keinen Platz mehr in Resident Evil, deswegen sind wir Lost Odyssey. Das ist ein Schwachsinn, echt. Das ist Schlammweg, ne? Langsam. Schritt für Schritt. Langsam. Schritt für Schritt. Ach nö. Er ist irgendwie so eine kleine Witzfigur. Aber ich mag ihn. Ach, Roxian. Du hast gut gekämpft, wie ich es erwartet habe. Du hast zugesehen und mir nicht geholfen? Tja, ich dachte nicht, dass so eine Puppe gefährlich für einen wie dich ist. Ich wollte dich nur auf die Probe stellen. Wenn du verstehst, was ich meine. Was? Das Ding hast du auf mich gehetzt? Warum tust du mir so etwas an? Weil ich die Monarchie nicht wieder zurückwünsche. Die Monarchie zurückwünschen? Warte, dann war die Giftsuppe dein Werk? Roxian, antworte! Das stimmt doch was nicht. Oh Gott, jetzt haben wir hier die Gongora-Musik. Ja, also Leute, ganz ehrlich, so blöd kann man auch nicht sein. Gongora ist der Übeltäter. Ich kann Gora nicht in die Hände eines unfähigen Herrschers geben. Wir haben doch schon in einer Cutscene gesehen, dass Gongora mit Schlamm romantiert hat. Was Roxy jetzt hier macht, verstehe ich aber auch nicht. Fragen wir mal aus. Ach du Scheiße, der kann zaubern. Wolltest du mich deshalb töten? Boah, macht er viel Schaden. Ein Mitglied der Königsfamilie existiert. Werden Dissidenten die Monarchie wieder einführen wollen. Der Stammbaum muss unter allen Umständen vernichtet werden. Allein, dass du lebst, gibt diesem Dissidenten wieder Hoffnung. Oh, oh, ihr Lieben. Ich kann mich auch nicht heilen, ne? Ich kann mich nicht heilen. Aber ich will die Monarchie gar nicht zurück, Vorsitzender. Kein Grund also, mich zu töten. Unfähigkeit ist nichts weiter als ein Verbrechen. Es gibt nur eine mögliche Art, Buße zu tun. Du musst sterben! Und was, wenn Trollen das nicht möchte? Wer möchte schon sterben? Jetzt kommt er wieder mit Feuer, also wenn es so weitergeht. Das ist Wahnsinn! Wenn du König wirst, geht Ura unter! Jetzt können wir zurückschlagen. Na, sieh doch mal einer an.
Machttreffer. Mächtiger Schlag auf den Gegner. SZ wollen wir nicht. Machttreffer, los geht's. Ich sehe keine andere Möglichkeit als den Kampf. Vergib mir bitte. Es hat echt geil inszeniert, aber ich will wissen, wie es weitergeht mit Keim. Oh. Unser Volk will eine Republik. Aha, es ist alles wieder inszeniert. Ich frage mich, wie es Gongoa geschafft hat, so einen Roxian zu erstellen. Wie gesagt, der mit dem Schlamm romantiert hat, war Gongora. Das Blöde ist, ich mich jetzt heile. Ach, das ist Heilkraut, was mehr heilt. Okay. Ich dachte Heilungsmedizin. Tja! Heilungsmedizin wäre nicht ausreichend. Ja, dann kriegen wir es auch hin. Hätte das nur 100 gehalten, hätten wir ein Problem. Ihr Lieben. Soll unser Land etwa leiden? Nein, das Land soll nicht leiden. Der Einzige, der leiden soll, ist du. Macht! Treffer! 461. Das war's. Ist übrigens auch ein Spruch von Toll, ne? Das war's. Was hab ich getan? Was war los? Gongora! Oh, ich bin zu spät. Oh. Ist er tot? Ich hatte keine Wahl. Roxian wollte mich umbringen. Ich weiß alles. Na gut, Ruhe bewahren, Eure Hoheit. Bitte bleibt ganz ruhig. Roxian kam heute Abend in mein Haus. Er hielt mir einen flammenden Vortrag über seinen Plan, die Wiedereinführung der Monarchie zu verhindern, um seinen eigenen Einfluss zu mehren. Dazu sagte er, müsse man unbedingt als erstes für den Tod Eurer Majestät sorgen. Ich spürte Gefahr, und obwohl ich unter Hausarrest stehe, entfloh ich aus meinem Gefängnis und kam hierher, so schnell ich konnte. Ich war wohl zu spät. Ich hätte nie erwartet, dass Roxian euch tatsächlich töten wollte. Trotz aller Verblendung. Gongora. Der Vorsitzende starb bei einem Unfall. Du bist immer für mich da, wenn ich in Gefahr bin. Du bist der Einzige, auf den ich mich verlassen kann. Eure Hoheit, sicher wacht euer Vater über euch und schickt mich zur Hilfe. Vater. Wir sollten gehen. Ich kümmere mich um alles. Auf euch wird kein Verdacht fallen, Majestät. Wie er guckt. Und da seht ihr es, das war nur eine schlammige Illusion. Alles inszeniert von Gongora. Mich kann er nicht täuschen. Thank you.
gute Nacht wünsche ich euch nach dieser Albtraumszene. Was? Kongora wurde zur Schlange? Hat er jetzt aufgegessen? Den echten Roxian. Trinkt das. Es wird euch gut tun. Gut. Was soll ich tun? Ich bin ein Mörder. Eure Erinnerung ist wohl etwas getrübt. Es war ein Unfall. Der Vorsitzende verstarb aufgrund unglücklicher Umstände. Aber... Der Vorsitzende fiel einer Krankheit zum Opfer. Die Ärzte konnten nichts zu seiner Rettung tun. Überlasst alles mir. Ich werde dem Volk die traurige Nachricht überbringen. Macht euch keine Gedanken. Niemand wird an eurer Majestät zweifeln. Und Roxians guter Name bleibt bestehen. Bedenkt Folgendes. Sollte unsere Nation den Vorsitzenden und eure Hoheit verlieren, würde sie im Chaos versinken. Sollte das geschehen, würde Gutsa sofort unsere Schwäche ausnutzen und... hier einmarschieren. Ja, da hast du recht. Denk daran, sie haben sich gegen Kent verschworen und Ura im letzten Krieg zermürbt. Wenn Ura jetzt zögert, wäre es für Gutsa eine Einladung zur Invasion. Was soll ich jetzt machen? Eine Sache müsst ihr tun, eure Hoheit. Ihr müsst Ura schützen. Ich? Ja, eure Majestät. Wie euer Vater... müsst ihr das Volk voller Zuversicht führen. Es ist eure heilige Pflicht, den heutigen Zwischenfall zu überwinden. In der Tat, es ist meine Pflicht. Gongora, wirst du mich unterstützen? Immer, eure Hoheit. Wenn du nicht wärst, Gongora, wüsste ich nicht, was ich machen sollte. Seid nicht zu bescheiden. Ihr seid ein fähiger Verwalter und werdet einst... ein guter König sein. Also, ruht euch aus. Ab morgen seid ihr ein sehr beschäftigter König. Kein Argonath. Von diesem Tag an wirst du mein Diener sein. Gib mir ein Zeichen deiner Treue. Na, schlecht geträumt, Keim? Ich glaube, ich werde krank. Gongora hatte sicher einen Grund, unser Gedächtnis zu löschen. Er nahm uns unsere Erinnerungen und ließ uns einfach weiterleben. Er nahm uns das weg, was uns am liebsten war. Er zerstörte unsere Herzen und er machte uns zu leeren Hüllen. Wenn er bereit ist, so weit zu gehen, dann will er die ganze Welt beherrschen. Die ganze Welt? Ja. Lächerlich. Ich, du, Gongora und noch zwei andere. Eine davon ist Sarah. Die andere ist Ming, die 1000 Jahre alte Königin von Numara. Erinnert sie sich? Ich weiß es nicht. Als sie uns freiließ, sah ich ihr Gesicht nur kurz. Ich werde Sarah suchen. Und wo willst du anfangen? In meinen Erinnerungen. Du tust gut daran. Gefühle für einen Menschen sind etwas anderes als Erinnerungen. Aus Liebe wird ohne unsere Erinnerungen nur ein Gefühl des Verlustes. Geliebte Menschen bleiben in unserem Herzen. Du wirst sie sicher wiedersehen. Bestimmt. Zweimal musste ich zusehen, wie meine Tochter starb. Beim ersten Mal war ich voller Verzweiflung. Aber
beim zweiten Mal füllte keine Verzweiflung mein Herz. Nur Hoffnung. Wenn er nicht stirbt, bereite ich Gongora Qualen, bis er sich den Tod wünscht. Wir haben alle Zeit, die wir uns wünschen. Für diese Hoffnung lebe ich. Dank Lirum lebe ich wieder. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann... Kein. Ich hoffe, der Abschied morgen wird für dich nicht allzu schwer. Nein. Ich verabschiede sie. Das ist meine Pflicht als Vater. Guten Morgen. Sie müssen Lirums Vater sein. Oh Gott, jetzt kommt diese Szene. Ja, was will Gongora bezwecken? Will der Troll ihn jetzt will als König da irgendwie aufsetzen, weil er den so leicht manipulieren kann, um selber an die Macht zu kommen? Troll ist halt unselbstbewusst, unschlüssig, merkt er selbst. Und was hatte Jensen da in der Hand? Irgendein Abhörungsgerät? Alles, was wir jetzt quatschen, geht an Gongora? Wahrscheinlich, ne? Na toll. Seth rief mich. Ich werde bei Lirums Verabschiedung helfen. Wo geht Mama hin? Sie geht zu Mutter Ozean zurück, die uns vor langer Zeit hierher brachte. Ihr Körper geht ins Meer, aber ihr werdet spirituell mit ihr verbunden bleiben. Spirituell verbunden? Ja. Eure Seelen als Mutter und Sohn bleiben immer verbunden. Auch wenn der Körper fort ist, diese Bande halten ewig. Keine Ahnung, meine verstorbene Oma lebt auch irgendwie ewig in meinem Herzen. Es gibt so viele Trigger, wo ich dann an sie denke. Und so lebt sie halt immer weiter, ne? Tja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich habe selber auch sehr viele Verwandte, die tot sind. Meine Mutter, beide Omas. Ich habe eigentlich auch nur meinen Vater. Ich brauche die Hilfe der Familie, um Lirum richtig zu verabschieden. Und was sollen wir machen? Es ist nicht schwierig. Wir brauchen Blumen als Schmuck. Und Fackeln, um ihr zu leuchten. In Ordnung. Ich hole ganz viele Blumen, damit Mama besonders hübsch aussieht. Würden Sie sich denn bitte um die Fackeln kümmern? Aber nicht die Blumen, oder? Die wir nicht ausrupfen sollten. Alles klar? Ja, aber ich will auch was tun. Natürlich. Du kannst mir später helfen. Also gut. Zuerst sammeln wir die Blumen, bitte. Eieiei. Bring mir doch bitte etwa 10 weiße Blumen als Schmuck für Miss Lirum. Ich würde gerne was anderes bringen, mich einen Speicherpunkt. Na gut, Leute, nehme ich gleich noch ein Part auf. Nützt ja nichts. Boah, Kuk hat sogar TP und MP. Was? Das ist ja interessant. Sie ist gar nicht so schwach, wie sie aussieht. Hm? Gut, ihr Lieben, das machen wir beim nächsten Mal. Sehr viel Story, ich weiß. Aber das Begräbnis schaffen wir nicht mehr. Es dauert ewig. Die ist jetzt wohl wirklich verreckt. Obwohl sie keinem gesehen hat. Es war halt nicht so ersichtlich. Die war halt schwer krank, aber die hat ja noch geweint und geschaut und alles. Aber die ist jetzt wohl in der Zwischenzeit, wo wir dabei mit Tolten unterwegs waren, gestorben. Tja, traurig, aber wahr. Gut, ihr Lieben, das machen wir beim nächsten Mal. Dann brechen wir vielleicht auch schon auf in den Kramersin-Wald. Müssen wir dann schauen. Ich hoffe, ich kriege das dann alles so hin, ich mir das erträume. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich
habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!